Hallo Leute, ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Resident Evil 4. Ja, wir werden jetzt Ashley dort unten befreien und letzte Folge ist ja leider zum Schluss Louis erledigt worden von Settler. So, und wir haben ja seit letzter Folge ja auch diesen Raketenwerfer. Wir sortieren jetzt mal noch ganz kurz ein wenig unser Inventar, würde ich sagen. Ganz kurz nur hier, damit wir wieder alles ein bisschen, ja, besser sortiert halt einfach hier drin haben. Ich möchte halt einfach, dass unser Inventar so seine Ordnung hat. So. Zack, zack. Ja, so sieht das doch eigentlich ganz gut aus. So, Ashley, ich werde dich dann mal dort unten befreien. Sehr ruhig. Ich weiß, dass du Angst hast, vertraue mir aber einfach. Talk about near-death experience. Ashley, get out of there! Oh. Okay, Sniper lieber nehmen. Komm dir bloß nicht so nah. Nächster bitte. Zack. Weiter. The door's locked. I can't open it. Okay, das ist ein Anführer. Er hat den Schlüssel um den Hals hängen. Den Schlüssel brauchst du. Nein! Ah, ich hab nicht gesehen, dass einer mit einer Armbrust steht. Zack. Oh, ich glaube, bei mir hier oben ist auch einer, oder? Nein. Okay, Ashley, warte. So. Nachladen. So, hab nochmal 10 Schüsse. Ich glaube, das war der letzte. Hier oben ist keiner, gut. Los. Hör ab mit dem Schlüssel. Sehr gut. Okay, und jetzt sind wir hier als Ashley unterwegs. So, dann wollen wir mal mit ihr unser Bestes hier geben. Hallo, böser Mann. Ich gehe mal um sie herum. Ich hoffe, das ist für sie okay. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. So. Einmal ein bisschen drehen hier schnell. Das muss wirklich schnell gehen. Schneller, noch schneller. Noch schneller. Oh, da kommt er. Der beschwört irgendwas. Das Tor zu machen, schnell. Hier ist noch ein böser Mann. Bitteschön. So, geht durch. Und das drauf auf ihn. So, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt hier dran drehen. Schon. Immer schön hochkurbeln. Das Ding hier. Sehr gut. Ja, hier müssen wir nochmal kurbeln. Schnell. So. Wir haben es gleich.
Sei doch mal ruhig dort drüben. Meine Güte. Tschüssi. Hilfe, überall Verrückte. Ist ja schlimm hier. Bitte auch mal bitte still sein. Ich höre den ja bis hier hinter. Was haben wir hier? Notiz des Butlers. Okay, die Notiz lassen wir jetzt einfach mal. Hier lese ich vielleicht mal ein andermal. Okay, brauchen wir was? Jetzt kommen wir dort nicht weiter. Und Kollege, der hier redet, könntest du bitte ruhig sein? Du musst echt ablenken. Mit deinen Geräuschen. Ja. So, haben wir was. Ein Schalter, zack. So, einmal hier durch. Jetzt den Schalter hier aktivieren. Ja, wird das eine Steintafel, okay. So. Jetzt geht's hier wieder ein bisschen weiter. Moment. Eins zurück mal gehen. So, ich glaube, wir müssen jetzt nochmal hier drauf drücken. So. Gut, es funktioniert. Wir haben hier nochmal Geld und nochmal ein Kristall. Und wir können dann jetzt hier runtergehen. Aber erstmal, da wir ja gerade ein bisschen was gefunden haben, kombinieren wir das. So. Zack. Oh Mann. Diese Musik schon wieder. Hilfe. Ich mag diese Musik absolut gar nicht. Habe ich Angst. Da zitter ich. Okay. Wir müssen das hier zusammenpuzzeln. Hoffen wir mal, dass ich es gut hinkriege. Ich glaube aber ja. So, zack, zack, zack. Jawohl. Das haben wir. Sehr schön. Jetzt hier rein. Und was haben wir hier? So ein Stein. Okay. Dieses Ding müssen wir dort einsetzen, wo wir vorher nicht durchkamen. Hier haben wir auch noch eine Kiste. Ein goldener Armreifen. Oh, hallo. Hallöchen. Ich will mal hier langlaufen, bitte. Danke. Ich will einfach nur hier weg. Und zu der Tür und das Ding dort hinten einsetzen. Oh. Alles wird gut, Ashley. Alles wird gut. Oh, da ist noch einer. Immer schön nach hinten fallen lassen, ja? Sollte man immer tun. Aber pass auf, dass du nicht gegen einen Stein fliegst oder so. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. So. Okay, jetzt durch die Tür hier. Und hier dieses Symbol einsetzen. So, zack. Jetzt müssen wir das Ding hier drehen. Sehr gut. Und Leiter hoch. Sehr gut. Okay, wir sind wieder vereint.
haben uns wieder getroffen. Sehr schön. Du bekommst einige Gegenstände von Angeli. Okay. Dankeschön. Sehr freundlich. Dankeschön für den Loot hier. So. Alles einmal eintüten hier. Zack. Ah, what a touching moment we have here. All spoiled thanks to your interruption. Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off? You're nothing but an extra in my script, so don't get too carried away. Your biggest scene is over. I don't ever remember being a part of your crappy script. Well then, why don't you show me what a first-class script is like through your own actions? Ich weiß nicht, irgendwie mag ich den Salazar. Ich mochte den damals auch schon ganz gerne eigentlich. Wait. Ich weiß, er ist böse und so, aber ich finde ihn irgendwie recht sympathisch. Ein sympathischer Bösewicht, sagen wir es einfach mal so. So, hier speichern wir auch mal lieber ab. Und das andere Ding speichern wir auch noch ab. So. Ich weiß nicht warum, aber ich mag es einfach lieber immer Wait. Zwei Speicherdaten dazu haben. Wait here. Wunderschön dieses Ding, wie das aussieht. So. Munitionstechnisch ist alles. Nein, Pistole nicht. So, jetzt aber. Okay, zu der Kiste, da müssen wir hin. Sollten wir hinkriegen. Ja, schöne Feuerdinger. Der Boss, der rote Mann wieder. Der rote Mann ist nie gut. Na, mal sehen, vielleicht wird er seine eigene Leute jetzt hier sogar anzünden. Ja. Komm schon mal für das Feuer, wenn ich dort nachlaufe. Wir warten mal. Dann haben wir ein wenig. Was? Ja, natürlich. Los, bitte. Moment. Irgendwie leider nicht so. Okay, dann feuern wir dich mal herunter hier. Hallo, aua! Verbrennung, die ich nie wieder wegkriege. So. Norm! So. Einmal hier weiter hinter, würde ich sagen. Und Pistole jetzt auf jeden Fall. Und den Rest. Oh.
Wir haben es geschafft. Jetzt holen wir uns das oben auf das Teil und dann geht es zurück zur Eschen. Ja, ich würde sagen, wir essen jetzt halt gleich ein Ei. Und wir warten mal halt gleich, bis wir ein bisschen mehr verletzt sind. Wir hauen uns eine starke Heilung rein. Schauen wir mal. Ich denke, da drüben ist eine Kiste, die wir noch nicht geöffnet haben. Wie ist denn das denn passiert? Okay. Normalerweise öffne ich ja wirklich alles hier. So, aber ich habe halt einfach mal übersehen. Ja. Und übersieht ja auch mal was. Das ist ja auch nur ein Mensch. So. Wait, follow me. Ashley, ich habe alles, was wir brauchen. Einmal hier abspeichern. Zack. So. Und ja, ich würde sagen, steigen wir mal hier ein. Schön gemütlich hinsetzen. Also gemütlich sitzt dann Leon nun doch nicht da. Hättest du dich ruhig ein bisschen zurücklehnen können, ja, vielleicht Beine noch ein bisschen hochlegen, einfach ein bisschen ausruhen, Beine hochlegen. Und ja, dann voll ausgeruht in den nächsten Kampf. Aber er will nicht, ja, er will einfach. So. Einmal kombinieren. Ach nein, nicht kombinieren. Einfach alles einzeln einsetzen. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Gut. Zack. Und bevor wir hier weitergehen bei unserem Hauptziel, möchte ich hier nochmal entlang. Oh nein, falsche Tür. Entschuldigung. Hier hinten nochmal entlang. Denn, das weiß ich noch von früher, man könnte sich hier irgendwo noch etwas holen. Oder geht das jetzt schon nicht mehr? Mist. Ich muss gerade mal überlegen, wo wir dann da lang müssten. Ashley, komm mal mit. So. Hier einmal bitte nochmal einsteigen. Gut. Denn man könnte sich irgendwie, soweit ich weiß, noch eine Waffe holen, ohne die zu kaufen beim Händler, sondern einfach kostenlos holen. Und zwar, wenn man die Ashley gerettet hat, könnte man da noch irgendwo hin. Ich weiß gerade bloß leider nicht mehr, wie man da tatsächlich hingekommen ist nochmal. Deswegen müssten wir mal eine kleine Runde laufen. Hallo Händler. Okay, ich glaube, das ist der richtige Weg, ja. Hier entlang. Das sollte auf jeden Fall der richtige Weg sein. Ob wir die Waffe dann überhaupt mitnehmen können, das ist die andere Sache. Aber so oder so gibt es ja nicht nur eine Waffe, sondern auch jede Menge anderen Stuff. Und dann können wir uns ja noch was anderes nehmen. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass er was ist, weil die Gegner bewachen sie auch gerade was hier. Man kann eigentlich nicht so sagen, wenn man Gegner sieht, weiß man, ja, da ist noch irgendwo was. Also, denn dies passiert nicht grundlos. Sagen wir einfach mal so. Follow me. Die hätte ich ja alle erledigt, Ashley. Der Weg hierfür zurück später ist auf jeden Fall schon mal gesichert. Gehen wir jetzt mal noch hier entlang.
Durch. Und hier hinter. Denn hier, dieser eine Ort, wo wir hier schon mal waren, hier kann man nämlich Ashley rüberheben. So, zack. Sehr gut. Machen wir bitte die Tür auf. Okay, hast du schon. Dankeschön. So, dann schauen wir mal hier. Jawohl. Vorräte auf jeden Fall. Und hier ist die Waffe. Da schauen wir gleich vom Platz her, ob das passt. Und ansonsten, selbst wenn nicht, haben wir hier ordentlich ein paar Wertsachen und so bekommen. So, okay. Wir müssen kurz den Platz ein wenig hier richten, so, in unserem Inventar. So, das hier hoch so. Und das hier so. Ja, dann sollte das hier so reinpassen. Perfekt. Ja. Passt doch. Ja, dann haben wir direkt noch eine kostenlose neue Waffe dazu. Follow me. Ist doch schön. Ob ich sie verkaufen werde oder so, weiß ich noch nicht. Ja. Wegen halt Platz und so weiter. Aber ich glaube, wir werden die erstmal weiterhin beibehalten. Vor allem, da sich später dann auch nochmal Platz schaffen sollte im Inventar. Da ich aktuell nur darauf warte, dass unser Händler meine eine Schrotbinde hat, die ich damals hatte. Da warte ich nämlich gerade auch schon eine Weile. Naja, was heißt eine Weile? Die letzten paar Folgen warte ich ja schon darauf, dass er die hat. Leider hat er sie aber noch nicht, die ich möchte. So. Jetzt müssen wir erstmal hier diesen ganzen Weg wieder zurückgehen. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Kostenlos die Broken Butterfly Waffe hier bekommen. Ich weiß nicht, wie die sonst so beim Händler her aussieht, vom Preis her. Aber ich glaube, es ist 70.000 bestimmt rum. So, wir können ja mal bei ihm schauen. Got some rare. What are you buying? Der hat aktualisiert bei sich. Ach nein, hier blinkt noch der Aktenkoffer von letztens. Moment. Broken Butterfly. 38.000. Okay, ja, das wäre enorm viel auch gewesen. Ist es nicht 70.000, ja, wie ich gesagt habe. Ich dachte 70.000, aber ja, ist trotzdem eine hohe Zahl. 38.000. Ja, also das ist nicht gerade wenig. Das ist auf jeden Fall nicht wenig. So, einmal hinsetzen. Und nochmal schön eine Runde fahren. So mögen wir es doch hier am liebsten. Oder? Ja. So lieben wir es doch hier am liebsten. Zack. Und jetzt können wir hier entlang. Gibt es hier noch irgendwie Loot? Seid ihr oben vielleicht wieder? Nein. Okay. Hätte sein können. Und hier? Auch nicht. Okay, gut. Oh ja, haben wir nochmal so eine schöne Bahn. Ja, dann gleich nochmal hinsetzen und ein bisschen entspannen. Vielleicht noch einen kleinen Kaffee so bei der Fahrt trinken. Ist doch schön. Ist doch schön. Wenn man jetzt mal noch die Gegner mit wegbetrachtet. Ja. Die müssen wir mal noch wegbetrachten. Denn die sind ja auch im gleichen Gebäude. Wait. So, hier ist überall Glitterzeug. Das nehmen wir mit. Zack. Ich mag Glitterzeug. Vor allem, wenn wir es gut beim Händler verkaufen können. Da dann. Okay, das Ding kann ich nicht mitnehmen. Okay, aber hier fehlt etwas.
Okay, da brauchen wir etwas. Sollen wir die Hand geben? Da brauchen wir etwas. Okay. Dann schauen wir uns mal hier weiter um. Moment, was ist das für eine Tür? Kommen wir von dort? Nein, wir kommen von der großen Tür hier. Oh, hallo. Sieh an. Du schon wieder. Unser bester Freund. Wie du vielleicht weißt, hat Lord Sadler Sarah beseitigt. Die Probe ist, wo sie hingehört. Ich hatte gehofft, alles könnte geregelt werden, ohne den Lord zu belästigen. Hauptsache, die Probe ist wieder da. Ich freue mich maßlos. Jetzt, wo die Probe in unserer Obhut ist, ist es schwerer, für die lästige Frau heranzukommen. In dieser Hinsicht ist es schade, dass Sarah gehen muss, da auch er hätte eine strahlende Zukunft vor sich gehabt. Er hätte unseren Glauben geteilt. Das Schicksal der beiden anderen Amerikaner hat der Lord in unsere Hände gelegt. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen, wir werden Ashley fangen und vor den Lord bringen. Nein, ich werde sie beschützen. Ich werde alles geben und sie beschützen. So, okay. Dann haben wir jetzt nur die Tür hier zum Tisch hier noch. Ah, okay. Ashley, stell dich mal hier drauf. Und die Statuen auf die anderen Dinger dorthin. Und ich stelle mich dann auch noch auf ein Ding drauf. Gut, dann klappt das. Halt. So. Zack. Das kommt hier nach links. Bleib schön ruhig hier stehen. Gut. Der Weg ist offen. I think you've lived long enough. Let's see if you can survive this time. Ich werde uns retten. Vertrau mir. Siehst du? Ich hab dir doch gesagt, ich werde uns retten. Ich hab's dir doch gesagt. Wo ist er so schnell schon wieder hin? Ah, super. Der XXL-Bohrer. Warum wollt ihr sie jetzt auf einmal töten? Wir wollten sie doch eigentlich haben. Und ich habe keine Sniper-Munition, das ist echt blöd. Ich kann hier gerade echt schlecht durch das Gitter durchschauen. Okay. Ashley, komm her. Noch mal so gut. Das hätte jetzt auch echt schlimm ausgehen können. Wait. Ja, jetzt haben wir auch zwei Kombinationen. Leider ein paar Sekunden zu spät. Gerade wäre das nutzvoller gewesen für mich. Aber nun gut, so haben wir immerhin Sniper-Munition noch übrig, anstatt dass wir sie jetzt verbraucht hätten. Ja, und ich meine, Sniper-Munition ist ja recht viel wert. Ja, also die bolzt ja schon ordentlich rein, die Sniper von uns, muss man da ja auch einfach so sagen. Mist, jetzt bin ich wieder hier. Oh, das ist so richtig. Ja, das ist richtig. Okay, Ashley. Warte, dort vorne sind Gegner. Und die werde ich mich mal kümmern müssen. Stimmt, wir haben ja jetzt hier diesen Kral eben bekommen. So, mal weg mit denen. Jawohl. Oh, der eine will sein Dings werfen. So. Follow me. Ich hab alle, Ashley. Komm her. Gut. Puh, dann
lass uns mal den Kral hier drauf tun. Bam. Und jetzt hier durch. Magnum-Munition, sehr geil. Nein, nein, da war die Schlange. Oh mein Gott. Warte noch so. Okay, das Ei hauen wir uns direkt rein. Gut. Da haben wir direkt wieder ein bisschen mehr Gesundheit. Hübsches Ding. Na super. Meine fliegenden Freunde. Ashley! Nein. Great. More of them. Noch mehr. Na super. Na super. Meine Lieblingsfreunde hier. Nein! Oh, Hilfe! Mein Kopf! Oh, nein, aua! Weg mit euch! Busch! So, hin. Gut. Nein, so gut. Okay, jeden wir erstmal erledigt. Ich glaube, wir müssen uns stärkere Heilung reinhauen. Mit nur Eiern und so geht das gerade echt nicht so gut. Ja, damit geht es echt nicht so gut. So, zack. Eins der Dinger ist ab. Zwei sind ab. Gut, wir können weiter. Nachladen. Heilung dann jetzt erstmal reinhauen. So. Wunderbar. Und Waffen würde ich auch sagen, nachladen. Das ist, glaube ich, gerade wichtig, sehr wichtig. So. Jetzt haben wir nämlich dadurch auch nochmal einen neuen Platz wieder frei in unserem Inventar. Hallo, mein Freund. Ich muss Ashley wiederbekommen. Wieder mal. Ja, wieder mal. Das ist, glaube ich, am besten hier sagen. Aber ich glaube nicht mehr in dieser Folge. Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal hier zum Händler. Got some rare. What are you buying? So. Pistole auch mal. Thank you. Upgraden. Not enough cash, stranger. Okay. What are you selling? Come. Unser Geld reicht leider jetzt nicht mehr. Dann wird es Zeit, hier ein paar Sachen zu kombinieren und dann. Ja, was Schönes, Wertvolles zu verkaufen. So. Das kann ich hier nirgendwo einsetzen, aber das hier glaube ich. Jawohl. Nochmal jawohl. Und nochmal jawohl. Sehr schön. Das geht nirgendwo rein. Du vielleicht? Schade. Okay. Gut, dann können wir aber dadurch etwas Geld wieder reinkriegen und können unsere Pistole wieder verbessern. So, was hat denn einen schönen hohen Wert? Ja, die Rubine. Ah, thank you. Der Goldanteil. Thank you. Der Ring. Thank you. Und der Anhänger war noch. What are you buying? What are you buying? Und dann verbessern wir noch die Sniper. Thank you. What are you selling? So, und noch eine Sache gibt's da, mein Freund. Is that all? Thank you. Moment, wir brauchen noch mal ein wenig Geld. Is that all? Ah.
Thank you. What are you buying? Mehr verkaufen wir auch dann jetzt auch wirklich nicht mehr. Sehr gut. Und speichern. Gut, Leute. Ja, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal dann hier weiter. Jetzt machen wir erstmal an der Stelle hier Schluss. Haut rein, lasst einen Daumen nach oben da und tschüssi.